Herr Seibert, wie wird man eigentlich Regierungssprecher? Haben Sie sich beworben oder wurde Ihnen der Posten angeboten? Also wie man es wird, weiß ich nicht. Bei mir lief es so, dass ich mich nicht beworben habe. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich bin gefragt worden und nicht vom Bundespresseamt, sondern von der Bundeskanzlerin. Was macht ein Regierungssprecher eigentlich? Wie sieht der Alltag aus? Also ein Regierungssprecher ist zweierlei, vielleicht sogar dreierlei Dinge. Erstens mal ist er der Sprecher der Bundesregierung. Damit auch ganz besonders immer der Sprecher des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin. Und er ist der Chef dieses Bundesamtes für Presse und Information, Bundespresse- und Informationsamtes, richtig, so rum sollte es heißen, ich müsste das eigentlich wissen. Und das zum Beispiel hat die Aufgabe, über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren. Zu informieren die Öffentlichkeit, gleichzeitig den Journalisten und den Medien ihre Arbeit zu erleichtern, indem wir sie von Akkreditierungen bis Informationen und Hintergrundgesprächen unterstützen beim Informationen sammeln. Und dann gibt es noch die Aufgabe der Information nach innen. Also das Bundespresseamt sorgt auch für die ständige Unterrichtung der Bundeskanzlerin, der Mitglieder der Bundesregierung, des Bundespräsidenten über das, was in Deutschland und der Welt los ist. War es Ihre Idee zu twittern oder mussten Sie sich dafür durchsetzen? Es war meine Idee, aber so eine wahnsinnig bahnbrechend neue Idee von mir war das ja auch nicht. Ich habe einfach im Winter gedacht, guck mal an, das Weiße Haus twittert, der Élysée-Palast twittert, der britische Premierminister, sie lassen alle twittern, ja, aber sie machen es alle. Und der Kreml, jetzt könntest du eigentlich, wir haben ja gar keine Entschuldigung, es nicht zu tun. Habe ich mich kurz erkundigt, wie das geht, weil ich ehrlich gesagt nicht wirklich wusste, wie man twittert. Persönlich war ich auf die Idee noch nicht gekommen. Und dann haben wir uns da reingestürzt. Und jetzt habe ich, glaube ich, fast 35.000 Follower. Das ist mehr, glaube ich, als andere aus dem politischen Bereich haben. Das ist schon mal nicht so schlecht. Andererseits sage ich mir, verdammt, Obama hat 4 Millionen. Dem hilft natürlich die Weltsprache Englisch. Ist ja ganz klar, auf Englisch kannst du ihm weltweit folgen. Die Zahl derer, die Deutsch twittern und deutsche Tweets lesen, ist nicht so groß. Aber ich bin damit zufrieden und auch das werden wir noch intensivieren. Was sagen Sie zum Besuch des Papstes im Bundestag und wie stehen Sie persönlich dazu? Also persönlich, ich bin Katholik. Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche. Für mich ist das also ganz persönlich natürlich etwas Besonderes, wenn der Papst in mein Land, sein Land kommt. Ich freue mich darauf sehr. Ich werde ich glaube so, die Bundeskanzlerin wird ihn treffen und dann stehe ich da irgendwo auch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es dazu kommt, dass ich ihm die Hand schüttele, aber ich habe schon mal eine Messe des Papstes besucht und ich freue mich darauf, ich werde auch diesmal bei einer der Messen dabei sein. Und also das ist jetzt meine persönliche Vorfreude. Dass der Papst als das Oberhaupt der Katholiken, und ich glaube, das sind weit über 1 Milliarde Menschen weltweit, im Bundestag auftritt, finde ich sehr gut. Und ich freue mich darauf. Sie sind jetzt seit genau einem Jahr Regierungssprecher. Hat sich Ihr Bild von der Regierung in dieser Zeit verändert? Na, ich kenne sie sehr viel genauer, natürlich. Ich habe sie jetzt seit einem Jahr von innen heraus erlebt. Also natürlich hat sich das Bild verändert, aber nicht das Urteil. Ich wäre ja nicht Regierungssprecher einer Regierung geworden, die ich nicht im Grundsatz für die richtige halte und von deren Arbeit ich nicht überzeugt bin. Und das bin ich weiterhin. Vielleicht habe ich jetzt sogar ein paar Gründe mehr, es zu sein. Aber ich kenne jetzt die handelnden Personen von innen und ich erlebe sie. Und das ist ein vollkommen anderes, viel tieferes Bild. Können Sie, wenn Sie später zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen zurückkehren, eigentlich noch objektiv sein? Erstens beschäftige ich mich nicht sehr damit, was ich nach dem Ende meiner Zeit als Regierungssprecher, wann immer dieses Ende kommt, mal mache. Weil der Tag, Gott sei Dank, so ausgefüllt ist, dass da nicht viel Zeit für solche Zukunftsgedanken kommt. Zweitens ist mir vollkommen klar, dass ich nie zurückgehen könnte in die Stelle des Moderators von Heute und Heute-Journal. Das finde ich eine Selbstverständlichkeit, weil die Menschen mich jetzt mit dieser Bundesregierung identifizieren und das ist auch richtig so. Also Nachrichten moderieren kann ich und werde ich nicht mehr. Für mich ist das eine sehr, sehr schöne Erfahrung, mein Berufsleben nochmal auf so ein vollkommen anderes Gleis gesetzt zu haben vor einem Jahr.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass mir die Erfahrung dann eines Tages nochmal gut gefallen wird. Nochmal was ganz anderes zu machen. Die Möglichkeit ja offen gehalten, wieder zurückzukehren. Also ich habe sie mir nicht offen gehalten, sondern wenn man als festangestellter ZDF-Mitarbeiter einen solchen Schritt macht wie ich, hat man diese Möglichkeit. So sieht es da das Arbeitsrecht vor. Ich habe danach nicht gefragt und darum nicht gebeten. Ich habe diese Möglichkeit und ob ich sie nutzen werde, steht in den Sternen. Wie fühlte sich eigentlich der Seitenwechsel an, als Sie das erste Mal als Regierungssprecher bei einer Bundespressekonferenz auftraten? Also es ist gewöhnungsbedürftig, sich auf dieses Podium zu setzen und, weiß ich nicht, 10 Minuten lang das Klicken von Kameras über sich ergehen lassen zu müssen. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich dachte immer, jetzt ist doch eigentlich mal gut, aber es hörte einfach nicht auf und das fand ich ungewöhnlich. Ansonsten muss man sich auch daran gewöhnen, dass jedes Wort, das ich in der Öffentlichkeit sage, eben auch als ein Wort der Bundesregierung oder auch sogar der Bundeskanzlerin persönlich gewertet werden kann. Es passiert, dass ich etwas sage in der Regierungspressekonferenz und am nächsten Tag steht in der Zeitung Angela Merkel, Doppelpunkt, und da wird man ziemlich vorsichtig und überlegt sich gut, was man sagt, weil es manchmal einfach nicht als Steffen Seibert, was ich ja dann noch auf meine Kappe nehmen würde, sondern weil es mit dem Namen der Bundeskanzlerin oder der Bundesregierung insgesamt verbunden ist. Wie ist Ihr Verhältnis zu Angela Merkel? Ist sie ein vertrautes Verhältnis oder siezen Sie sich vermutlich? Wir siezen uns. Ich finde, es ist ziemlich vertraut. Wir sehen uns ja sehr viel und täglich und manchmal auf langen Reisen und morgens, mittags, abends. Sie ist die Bundeskanzlerin, sozusagen auch meine Chefin, eine sehr gute Chefin und eine sehr gute Bundeskanzlerin. Haben Sie noch eine Frage an unsere Spießer-User? Etwas, das Sie unbedingt schon mal wissen wollten von der Jugend von heute? Also hier jetzt meine Gegenfrage, vielleicht nicht die intelligenteste, aber die interessiert mich wirklich. Ich wüsste gerne, was ihr heutzutage unter cool versteht. Ich höre den ganzen Tag diesen Begriff. Er hat für mich überhaupt keine Bedeutung mehr oder er hat 500 verschiedene Bedeutungen. Ich wüsste gerne, wer oder was ist für euch heute cool?